Herd finden. Oh, Foto. Don't move. This angle is perfect. Why be shy? Get in here, dude. Spiegel-Selfie. Subject and photographer. You really do it all, Max. I try. Oha. Logbuch des Kapitäns, ein weiterer Tag des Plünderns und der Zerstörung auf der Hohen See. Unser gerade erst vergrabener Schatz war wieder in Gefahr. Die fiese Kommandantin Shelly, Feindin aller Piraten, drohte uns die Karte abzunehmen, falls sie sieht. Mit Sicherheit hat sie gehört, wie wertvoll unser Schatz ist und will ihn uns stehlen. Wir tun unser Bestes, die Karte geheim zu halten, während wir weiter an ihr arbeiten. Und weil unser Feind unseren Schatz so dringend haben will, müssen wir sicherstellen, dass nur wir, Captain Blaubart und Long Max Silver, die Karte lesen können. Auf zu weiteren Plünderungen und Reichtümern. Captain Blaubart, Long Max Silver. This looks like a page was ripped out. Yeah, yeah. I wonder if it's the map. Chloe and I were doing a lot of drawing in Miss Shelley's class. I wonder if the map is mixed in with her school supplies from that year. Name Chloe Price, Lehrerin Miss Shelley. Datum 16.05.2003, 100%. Benotung. Gute Arbeit, Chloe, wie immer. Bitte pass jetzt noch im Unterricht auf, statt mit Maxine Bilder zu malen. Sozialkunde. Das Sternenbanner, Kapitel 11. Der Bürgerkrieg begann, als die Südstaaten sich von der Union lossagen wollten. Der Präsident der Vereinigten Staaten, Abraham Lincoln, hielt die Gettysburg-Rede und erließ die Emanzipationserklärung. Die Menschen, die für das Ende der Sklaverei kämpften, wurden Abolitionisten genannt. Harriet Tubman arbeitete mit der Untergrundbahn zusammen, um Sklaven bei der Flucht in die Freiheit zu helfen. 1864 verabschiedete der Kongress den 13. Zusatzartikel, eine Änderung oder Hinzufügung zur Verfassung, und beendete die Sklaverei. I remember writing this. It's a story where you choose what happens. Wonder if I could still get to the end. Das Kanalisationsabenteuer von Max und Chloe. Von Max Caulfield und Chloe Price. Seite 1. Du bist Max und Chloe. Beste Freunde und Schüler in der Schule. Sitzt im Unterricht, als plötzlich ein niedliches Eichhörnchen am Fenster erscheint. Es ist so süß. Möchtest du es streicheln? Das Eichhörnchen streicheln seit 8. Das Eichhörnchen nicht streicheln seit 3. Oh, solche Bücher hatte ich auch. Das, wie hieß das hier? Das magische Baumhaus hieß das, glaube ich, das habe ich als Kind auch gelesen, wo du halt die Story entscheiden konntest, wo du halt interaktiv sagen konntest, niest dort auf Seite 3 weiter. War das so? War das, glaube ich? Ich glaube, das war das magische Baumhaus, war das, wo du halt sagen konntest, wo du dich entscheiden konntest und das Ende herbeiführen konntest. Dann gab es auch noch irgendwie eine Geschichte von Donald Duck, irgendwie von einem LTB. Irgendwie gab es auch noch so ein lustiges Taschenbuch. Gab es, glaube ich, auch noch eine Geschichte, wo du halt wirklich die Entscheidung treffen konntest. Großartig. Können wir doch mal. Machen wir doch mal. Ich habe mir die Seiten. Wählen wir einen Weg.
Das Eichhörnchen streichelt das Eichhörnchen nicht. Ich streichel das Eichhörnchen Seite 8. Machen wir mit Seite 8 weiter. Wenn wir es jetzt durcheinander lesen, macht das gar keinen Sinn. Oha. Seite 8. Du gehst zum Fenster und streichelst das Eichhörnchen. Warum auch nicht? Es ist ein niedliches Eichhörnchen und du willst es streicheln. Hi, Herr Eichhörnchen, sagst du. Ah, hör auf, mich zu beißen, sagst du als nächstes. Denn das Eichhörnchen beißt dir in die Hand. Es ist zu spät. Du hast Vollwut. Mrs. Anders muss dich erschießen, damit du niemand anders beißt. Das macht sie sehr traurig. Eichhörnchen sollte man wohl besser nicht streicheln. Ende. Okay, es ist Bestsellerpreise wird das Buch nicht kriegen. Es ist ein Bestseller, wird das bestimmt nicht. Okay, wir streichen das Eichhörnchen nicht. Gehen auf Seite 3. Seite 2. Seite 3. Seite 3. Warum magst du keine Eichhörnchen? Weil sie mich beißen und ich Tollwut kriege und ich dann erschossen werde. Sind süß und lieb, du musst echt gemein sein. Das Eichhörnchen wirkt verärgert, dass du es ignoriert hast. Es kommt hereingelaufen, stiehlt dein Buchreferat von deinem Schreibtisch und rennt wieder raus. Das Eichhörnchen hat meinen Hausaufgang gefressen. Sagst der Lehrer, das Eichhörnchen hat mein Buchreferat gestohlen. Aha, ja, klar, natürlich, antwortet Miss Anders. Sie glaubt dir eindeutig nicht. Was tust du? Das Eichhörnchen jagen in der Klasse bleiben. Ich jag das Eichhörnchen. Mach mal. Seit 4. Sobald Miss Anders sich umdreht, springst du aus dem Fenster und jagst dem Eichhörnchen hinterher. Es ist eine ganz schlimme Sache. Und du hoffst, dass du deswegen später keinen Ärger bekommst. Vermutlich wirst du das. Draußen siehst du dich um. Doch du siehst das Eichhörnchen nicht. Es ist fort. Das ist es. Es steht neben einem Eingang zur Kanalisation. Du rennst auf es zu, doch es bekommt Angst und springt hinunter. Oh Mann, willst du wirklich darunter gehen? Das Abenteuer ist Abenteuer in der Kanalisation. Die Geschichte ist Abenteuer in der Kanalisation. Also, ja. Einen anderen Weg finden, in die Kanalisation springen. Seite 2. Springen in die Kanalisation. Zurück. Seite 2, du bist wahnsinnig dumm, durchgestrichen, wahnsinnig mutig. Du springst runter in die Kanalisation. Glücklicherweise landest du auf einem Haufen aus Müll, Bananenschalen und dreckigen Windeln. Puh. Du hörst in der Entfernung etwas, das wie ein Eichhörnchen klingt. Jetzt rennst du los, um ihm zu folgen. Du läufst an vielen Abzweigungen entlang. Schließlich gabelt sich der Weg. Doch das ist nicht der richtige Moment zum Essen. Was? Also hast du keine Zeit für Gabeln. What? Und wendest dich den zwei Wegen vor dir zu. Auf dem Boden siehst du links eine Spur winziger Abdrücke und rechts eine Spur angenagten Papiers. Welche Spur folgst du? Links, rechts. Ich würde mal das Papier. Ich nehme das Papier. Ich gehe nach rechts. Seite 7. Oha. Gute Entscheidung. Du gehst nach rechts und folgst der Spur aus angenagtem Papier. Läufst eine Weile und landest in einer dunklen Ecke. Auf einmal bricht der Boden unter dir weg. Du schwimmst in einer Art warmen Flüssigkeit, fast wie eine große Pfütze aus. Außer, warum schmeckt diese Flüssigkeit nach Eichhörn? Ein helles Licht erstrahlt. Du bist gar nicht in einer Pfütze, sondern in einer großen Schüssel Eichelsuppe. Und um dich herum stehen Eichhörnchen mit Löffeln und kleinen Schürzen. Sie sind so süß und die Suppe wird immer heißer. Du warst wohl doch nicht so schlau. Wenigstens wirst du lecker sein. Ende. Okay, lassen wir es, glaube ich. Sehr schön. Mein 13-jähriger Sohn hat gerade ein bisschen so einen bestimmten Begriff in dem Kinderbuch zu lesen. So
eine bestimmte Flüssigkeit. Hinlegen wollen wir uns nicht. Die Schatzkarte. Chloes Geheimversteck, dunkle Höhle, Amulett, Schatzinsel, Preisschluss. Sehr schön. Also wir müssen an der dunklen Höhle, wir müssen vom Chloes Geheimversteck an der dunklen Höhle vorbei. Das Amulett mitnehmen aus der dunklen Höhle, also wir müssen in die dunkle Höhle rein. Müssen wir zur Schatzinsel und über die Schatzinsel geht es dann direkt zu Preisschluss und dort finden wir den großen Schatz. Didn't we make some crazy puzzle? You need the telescope and the amulet. Alles klar, legen wir los. Aufbruch. Auf geht's. Ugh, why did we do that to ourselves? Because we were 8 years old and the attic was the scariest place we could think of. Was? Your attic is still terrifying. It's been 5 years, Max. I'm sure the boogeyman has died of starvation. It's more the mice and spiders I'm afraid of. Time to face your fears, then. Okay, and once we have the amulet and the telescope, we use them to reveal the treasure. Somehow. Here's what's happening. I'll head to the garage to dig up my old telescope. You go find that amulet. We'll meet out back at the pirate ship. You mean... Aye, Captain. Yes! The pirate ship. Captain Bluebeard and Long Max Silver ride again, bitches! I could... Chloe seems so into this. If this has to be my last day here, might as well have one final pirate adventure. Okay, Chloe said she hid the amulet in the attic. Auf geht's, erster Matrix. I can't believe I won't be able to call Arcadia Bay home much longer. It seems like Chloe's dad always has a project around the house. Chloe's dad, können wir den nochmal sehen? Den will ich auch. William nochmal sehen. William hieß er doch, oder? The entrance to the dark cavern is in there. Bluebeard's chosen hiding place for the mysterious amulet. Und warte, ich wollte mich noch umsehen. Nein, nicht reingehen, nur öffnen. There it is, the dark cavern. Nein. Crap. I can't get into the attic if I can't even reach the door. I need to find something to stand on. I'm sure I can find something around here to boost me up. Makeup is great for acting in Halloween costumes. Any other time, I just don't get it. Chloe's mom bought me a toothbrush because I spend the night here so often. Well, I used to. The things inside this cabinet haven't changed very much over the years. I guess Chloe never really grew out of wanting to be a pirate. Was denn eigentlich mit Max' Familie? Haben wir da jemals irgendwas von mitbekommen? Ich glaube nicht so viel. It's awesome that Chloe's mom wants to teach kids. She'd be really good at it. College of Arcadia's Early Childhood Education. Das Zertifizierungsprogramm, das fällt mir fast leichter, das auf Englisch zu lesen. Das Arcadia College für Frühpädagogik.
Machen Sie den ersten Schritt, seien Sie der erste Schritt. Frühpädagogik ist der erste Schritt zum lebenslangen Lernen. Abendunterricht verfügbar. Wenn es das ist, was du tun willst, organisieren wir es irgendwie. Weh. Most strikes? How can that be so cool and so dorky at the same time? William Price. Die Bay Bowler 2002, die meisten Strikes. Chloe hasn't mentioned a trip. Maybe it's supposed to be a surprise. Oh, so cool. Nein, das wurde mir gespoilert. Name Price William, Flughafen Portland OR, Reiseziel Phoenix. AZ Klasse E, Sitz 15C, am Flug 22.04. 14.25 Uhr. Chloe hasn't mentioned a trip. Chloe is such a nature nerd. Grand Canyon. Suchen Sie den Grand Canyon. Fahrrad- und Jeep-Touren täglich verfügbar. 277 Meilen Schönheit. Oh, ein alter Computer. Is that an email from the principal at Blackwell? Chloe did act a little strange when I asked her about school earlier. Is that an email from the principal at Blackwell? Nein, schau die Liste durch. Chloe did act a little strange when I asked her about school earlier. Das hatten wir. The principal at Blackwell wants to meet with Chloe's parents. I wonder what about. Hallo Mr. und Mrs. Price, ich möchte damit beginnen zu sagen, dass wir uns freuen, Chloe in Blackwell zu haben. Bitte seien Sie versichert, dass Ihr Stipendium zu diesem Zeitpunkt nicht in Gefahr ist. Allerdings scheint es, als habe Chloe Probleme damit, sich an ihre neue Umgebung mit größeren Herausforderungen zu gewöhnen. Ich schreibe Ihnen, damit wir einen Termin vereinbaren können, um uns über einen Vorfall in der letzten Woche zu unterhalten. Ich mache mir große Sorgen um Chloes Verhalten und würde gerne mit Ihnen zusammenarbeiten, um es so schnell wie möglich zu korrigieren. Ich bin mir sicher, Ihnen liegt auch genauso viel an Chloes Erfolg hier wie uns. Die Zukunft braucht Exzellenz. Mit freundlichen Grüßen, Wavers. She never gets in trouble. I'm glad her dad stood up for her. Wait. Chloe war nicht die einzige Schülerin, die sich an diesem Tag falsch verhalten hat. Und wenn Sie mich fragen, ist Marissa Rogers nicht das Opfer, sondern diejenige, die sich des Mobbings schuldig gemacht hat. Vielleicht wäre Ihre Schule eine Umgebung mit weniger großen Herausforderungen für Ihre Schüler, wenn beide Seiten angehört würden, bevor jemand der Schuld zugeschoben wird. Kümmern Sie sich um Ihre Schule, ich kümmere mich um meine Tochter. Der Direktor Wells. Tja, Wavers. Man kennt's. Wir kennen es aus Life is Strange 1, wir kennen es aus diesem Spiel hier, aus Before the Storm. Das ist, die andere Seite wird nicht angehört, das ist die dumme Nähe von der Würste ist. Der war natürlich nicht, der ist natürlich nicht der Täter. A voicemail? I wonder if it's still there. Betreff Nachricht für dich auf dem Anrufbeantworter. Ich hatte vergessen, es zu erwähnen. Miss Rogers rief an, während wir gestern weg waren. Und hinterließ eine Nachricht. Sie ist noch auf dem Anrufbeantworter. Aber sei bitte vorsichtig, wenn du sie an dir anhörst. Ich möchte nicht, dass Chloe es mit anhört. Wir müssen herausfinden, was wir jetzt machen. Ich weiß, dass der Direktor sagte, ihr Stipendium nicht in Gefahr sei, aber ich mache mir trotzdem Sorgen. Ich liebe dich. Sometimes I really wish I had siblings. Hey Aaron. Ich habe heute endlich deinen Hochdruckreiniger ausprobiert und wollte nur nochmal Danke sagen. Das ist richtig
dass du ihn mir leihst. Er wirkt Wunder. Es ist zwar nicht unser Traumhaus, aber jetzt können es immerhin die richtige Farbe haben. Falls du nächste Woche oder am Wochenende vorbeikommen möchtest, mir zu helfen, ist ein kaltes Bier für dich drin. Ruf mich an. Ich hoffe, auf der Arbeit läuft alles gut. Sagt Linda Hallo von mir. Oh, ein Kaugummi. Können wir... Chloe's mom is trying to quit smoking. Oh, ein Nikotinkaugummi. Übernehmen Sie wieder die Kontrolle. Nikotinkaugummi. 5 Streifen Nikotinkaugummi, siehe Rückseite und so der Warnung. Oh, Chloe's parents are so cute. SF Holidays. Urlaub in SF mit William und Chloe. Two Whales makes the best Belgian waffles. No other diner could even come close. Das Two Whales Diner. Ach so, sind wir fertig mit. This won't be big enough for me to reach, but maybe I can stack things on top of it. Können wir mitnehmen? Können wir mitnehmen. I think I'll need to stack a few things to get up high enough. Natürlich. Die Kiste können wir gleich nehmen. Das weiß ich doch. I slipped and broke this post a few years ago. But Chloe insisted on taking all the blame. Even after she got grounded, she never squealed. What a friend. Das Fenster. I wonder if I'll ever take this view in again. Haben wir einen, brauche ich immer noch, haben wir Teil 1 vergessen aufzumachen, haben wir einen Vogel damit getötet. Ich habe mich in Teil 1 einfach nicht gut genug umgeguckt. Vielleicht streame ich Teil 1 auch noch irgendwann mal auf Twitch. Na, dann gucken wir das nochmal. Die ganzen Sachen, die ich verpasst habe. Weil ich die Story durchgewascht habe. I need to make the stack taller. Ich würde ganz sagen, besser das kleine auf das große. I just need one more thing. Eine Sache mehr. Können wir kurz mal runtergehen? I've gotta find that amulet before I meet Chloe out back. Okay, kommen wir bestimmt später nochmal dazu. Den Karton können wir nicht mitnehmen. Okay, hier nix. Chloe's room has always been home base. It's hard to think this might be the last scheme we ever plan here. Werkzeugkasten. Seems like Chloe's dad always has a project around the house. Nee, komm mal nicht. I guess Chloe never really grew out of wanting to be a pirate. Niemals. Was Klo rausreißen und nutzen. Just need a few more inches to reach the attic. Not bad for an improvised stepladder, but it's still not tall enough. Okay. Ein paar Bücher mitnehmen. Ich glaube, das habe ich noch nicht gemacht.
bunch of books on the stool, I could probably reach the attic. Sehr schön. I think that should be tall enough. Burn in the midnight oil.